Herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Forscher und Lehrer in der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 15-minütigen Video geht es nun um die Deutung des Monats Januar 2018 anhand der aktuellen Transitpositionen der Planeten. Ehe wir damit aber beginnen, ein paar wichtige Hinweise vorweg. Und zwar ist es wichtig, dass Sie verstehen, dass ich diese Deutung vornehme anhand Ihres Aszendenten. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie diesen gerne gratis bei mir erfragen. Und zwar ist da unterhalb des Videos ein vorbereiteter Link, mit dem können Sie mir Ihre kompletten Geburtsangaben schicken und dann teile ich Ihnen innerhalb eines Tages gratis mit, welcher Aszendent für Sie maßgeblich ist, damit Sie wissen, welches der 12 Videos Sie nun anschauen müssen. Denn die vedische Astrologie, sprich die Astrologie Indiens, für die ist es nicht das Sonnenzeichen das Wichtigste, sondern die Deutung basiert primär auf dem Aszendenten. Und so müssen Sie eben schauen, welcher Aszendent der Ihre ist, um dann zu wissen, okay, ich schaue mir jetzt das Januar-Video an, Aszendent Löwe oder Aszendent Widder oder Aszendent Steinbock, ja? Gut, das zum einen. Dann eine wichtige Information. Und zwar haben wir zwar jetzt nicht über Deutschland oder Europa sichtbar, aber wir werden eine Mondfinsternis haben am 31. Januar 2018. In der indischen Astrologie gilt eine Mondfinsternis als ein ungünstiges Ereignis und deswegen wird es empfohlen, an diesem Tag, aber auch 3 Tage davor und 3 Tage danach kein Projekt oder kein wichtiges Vorhaben zu starten. Sprich, es wäre nicht gut, ja, für das Gelingen Ihres Vorhabens, dass Sie in dieser Zeit starten, wenn Sie eine Firma gründen, ja, meinetwegen zum Notar gehen, wegen irgendeiner wichtigen notariellen Geschichte, sagen wir mal Immobilienkauf, oder eine neue Arbeit annehmen an einem dieser Tage. Also etwas, was wirklich große Wichtigkeit hat, innerhalb dieser Zeit beginnen, das wäre nicht anzuraten, denn die Erfolgsperspektiven durch die Wirkung der Finsternis sind deutlich gemindert. Dann, ja, Einladung. Möchten Sie mehr über Ihre Zukunft wissen? Ja, dann lade ich Sie herzlich ein, ja, dass Sie an dieser Zukunftsblick-Erforschungsreise teilnehmen. Mehr dazu ist vorbereitet unterhalb des Videos mit einem Link, wo Sie sich anmelden können. Und ich möchte auch schon gleich dazu sagen, dass es eine tägliche Preisverlosung gibt unter allen Teilnehmern mit Amazon-Gutscheinen im Wert von 4x10 € und sogar einmal 30 €. Dann können wir schon loslegen und zwar uns anzuschauen, wie schaut denn die planetare Großwetterlage aus im Januar 2018. Nun werfen wir für Sie als Aszendent Wassermann einen Blick in die planetare Großwetterlage, sprich, wie stehen die Sterne jetzt für Januar 2018? Ja, dazu lassen wir jetzt den Chart einschweben und schauen uns die planetaren Positionen an. Die Sonne gibt ja als größter Planet die Marschrichtung vor und zwar ist sie ja bis 20. Januar im Steinbock, sprich in ihrem 12. Haus. Ja? Aber sie ist dort nicht alleine, bis 18. Januar ist auch die Venus darin, dadurch wird nochmals das 12. Haus stark betont. Auch Saturn, der Herrscher ihres Aszendenten, ist ja letzten Monat neu in dieses Haus eingetreten und auch Merkur ab dem 11. Januar wird auch den ganzen Januar dann
im 12. Haus sich befinden. So erkennen Sie recht leicht, dass das 12. Haus für Sie einen Fokus darstellt im Monat Januar 2018. Und das ist interessant, weil, schauen Sie, Saturn ist ja extrem wichtig in Ihrem Horoskop als Aszendent Wassermann, denn Saturn ist der Herrscher des Zeichens Wassermann, Ihres Aszendenten, Ihres wichtigsten Hauses von den 12 im Horoskop. Und der ist jetzt in Haus 12 frisch eingetreten, dieser Saturn, letzten Monat ja erst, worin er nun 2,5, sprich 2,5 Jahre sein wird, ja. Und kein anderer Planet als wie Saturn bleibt so lange in einem Haus wie Saturn. Die Sonne ja immer nur 30 Tage in einem Zeichen, ja, jetzt mal als Unterschied, und Saturn 2,5 Jahre. Deswegen möchte Saturn in dem Haus, das er beeinflusst, in die Tiefe kommen, ja, hier aufräumen und ein besseres, längerfristiges Fundament erzeugen. Und das will er im 12. Haus machen. Nun, die Sonne, Venus und Merkur sind ja jetzt auch größtenteils im 12. Haus im Januar. Und dadurch sehen Sie, das ist wie eine Art Auftaktveranstaltung, eine, wie könnte man auch sagen, eine Erstanalyse mal, wo stehen Sie denn jetzt überhaupt mal bezogen auf das 12. Haus, weil die Sonne, Venus und Merkur gehen ja nach und nach wieder raus aus Haus 12 recht schnell. Ne? Die Sonne wechselt am 20. Januar, der Venus wechselt, die Venus wechselt am 18. Januar und Merkur irgendwann im Februar dann. Das bedeutet, wir haben jetzt eine Auftaktveranstaltung für den Besuch Saturns im Haus 12, der aber dann dort bleiben wird. Ja, der bleibt als einziger zurück. Ja. Und so müssen wir uns überlegen, wofür steht das 12. Haus? Nun, das 12. Haus ist das letzte der 12 Häuser. Es wird jetzt ein wichtiger Entwicklungszyklus zu einem Abschluss gebracht von Ihnen, wenn Sie so wollen. Und mit dem 12. Haus ist es so eine Qualität, jetzt im Januar einfach auch nochmal zurückschauen, ja, zurückzuschauen. Wie war denn für Sie so das vergangene Jahr? Was lief gut? Was lief schlecht? Aber auch, von was wollen Sie sich trennen? Was denken Sie? Was sollten Sie loslassen? Von was sollten Sie sich verabschieden? Denn das 12. Haus ist ja das Haus der Trennung und Verluste, aber auch der Ausgaben. Sprich, etwas geht weg von Ihnen. Und es liegt in der natürlichen Entwicklung, dass wir nicht alles mitnehmen können, ja. Das heißt ja immer auch so schön, die letzte Reise hat keine Hemden oder keine Jacke. Sprich, Ballast über Bord zu werfen. Und mit der Position nun Saturns in Haus 12 geht es eben auch darum, sich von Dingen zu trennen, die nicht mehr zu Ihnen passen. Das ist so eine Erfahrung, die Sie jetzt in den nächsten 2,5 Jahren stärker machen können. Aber eine der wichtigsten Grundbedeutungen des 12. Hauses steht für Ausgaben, ja? Und mit Saturn in Haus 12 könnte es nun sein, dass es für Sie mit dem Thema Ausgaben schwieriger wird, ja? Sprich, geht viel Geld raus, kommt aber zu wenig rein, ja? Und damit Sie überhaupt erst dieses Thema mal richtig in Griff bekommen, ja, wie Sie mit Ihren Ausgaben umgehen, kann es nun sein, dass Ihnen besonders im Januar jetzt bewusster wird, ja, was Sie eigentlich alles an Geld ausgeben oder dass allmählich das Ruder bezüglich der Ausgaben in die falsche Richtung läuft. Das Gute daran ist natürlich, dass Ihnen dadurch klarer und bewusster wird, hoppla, hier muss ich mich um etwas mehr kümmern, hier habe ich mich um etwas zu wenig gekümmert. Und so können Sie sagen, Ihr Ausgabeverhalten, ja, wird eines der Themen sein, die
wichtig wird für die nahe Zukunft. Und jetzt, wo eben Sonne, Venus, Merkur auch für kurze Zeit zumindest zum Start von Saturn in Haus 12 in diesem Haus auch sind, ist es für Sie jetzt eine gute Chance im Januar schon mal zu reflektieren, wo stehe ich denn bezüglich meinem Ausgabeverhalten? Ja, wie gehen Sie sozusagen um, wenn Sie etwas erwerben wollen? Machen Sie viele Schulden? Kaufen Sie zu teuer ein, kaufen Sie sinnlose Dinge, die Sie dann nicht brauchen und die nur herumliegen. Das sind alles auch Themen des 12. Hauses. Ja? Und diese Position nun mit diesen Planeten im 12. Haus möchte, dass Sie sich bezüglich Ihres Ausgabeverhaltens hier einfach mal mehr bewusst und mehr klarer werden. Allerdings, Saturn in Haus 12, ja, zeigt auch an, dass Sie Rückzug jetzt brauchen. Ja. Das zeigt an, dass Sie mehr mit sich allein sein wollen, also mehr abseits des Trubels sein wollen. Und damit Sie schon mal einen Vorgeschmack bekommen, kann es nun sein, eben, dass im Januar Sie verstärkt dieses Gefühl schon mal bekommen, dass Sie Ruhe oder Auszeit brauchen, ja. Denn Sie können nur mehr mit sich selbst oder mit Ihrer höheren Macht in Kontakt kommen, wenn Sie auch Zeit für Ruhe und Zeit für Alleinsein haben. Oft finden wir Menschen aber nicht zu uns selbst oder zu unserer Ruhe oder in unsere Kraft, die eben auch durch die Stille kommt, wenn wir uns nicht von Ballast, der uns daran hindert, hier mehr zu uns in die Ruhe etc. zu kommen, trennen. Und so kann es nun sein, dass im Januar Sie merken, dass etwas von Ihnen weggeht, dass Sie was loslassen müssen, ja, oder dass sich etwas von Ihnen trennt, etwas von Ihnen weggeht, was bisher in Ihrem Leben war, aber jetzt künftig so nicht mehr sein möchte. Der Raum, der dadurch entstehen soll, ja, das ist das Thema, was die nächsten 2,5 Jahre einfach wichtiger wird. Mehr Zeit mit sich alleine klarkommen, mehr Zeit des Rückzugs, aber vielleicht auch mehr Zeit für Meditationen. Denn das 12. Haus steht für Meditation. Und jetzt können Sie im Januar zum Beispiel sich schon mal mehr über dieses Thema Meditation oder sowas in der Richtung, was eben Ihnen hilft, mehr in einen kontemplativen, also versunkenen Zustand zu kommen, was da für Sie geeignet wäre. Ja? Denn Sie sehen ja, Sie haben im 12. Haus Merkur, der will sich informieren, Venus will etwas ganzheitlich bewerten, ne? Und das 12. Haus steht für Meditation. Ja? Das 12. Haus steht deshalb auch für Meditation, weil es für die Suche nach der höchsten Wahrheit steht. Und auch für die Erleuchtung übrigens. Ne? Und die Suche nach Ihrer höchsten Wahrheit, oder auch die Suche letztlich nach Gott, könnte man sagen, das ist das, was mit dem 12. Haus gemeint ist. Und die setzt eben voraus auch Zeiten der Ruhe und der Abgeschiedenheit. Und damit Sie dorthin kommen können, ja, werden Sie sich jetzt besonders leicht Gedanken machen können, was Sie loslassen sollten, was Sie hindert mehr, in diese Richtung zu gehen. Denn vergessen Sie nicht, Saturn wird jetzt 2,5 Jahre in Haus 12 sein. Und nochmal, Saturn, der repräsentiert Sie. Denn Saturn herrscht über das Zeichen Wassermann, Ihren Aszendenten. Und der Saturn will in Haus 12 Ruhe haben. Und zwar Ruhe, damit Zeit frei wird und man sich von Ballast trennt, um mehr in Kontakt mit dem Transzendenten kommen zu können. Natürlich kann es auch sein, dass Sie das auf eine ungesunde Weise ausleben möchten, denn vom Trubel wegzukommen, das kann man auch dadurch erreichen, indem man in andere Bewusstseinszustände gerät. Ja, da gibt es so 1 Liter Krüge, sagt man da in Bayern dazu, da kann man das machen, aber das ist alles nicht die Lösung. Ja, ein gesundes 12. Haus oder ein gesundes Verhalten
der Auslebung des 12. Hauses bestünde eben darin, ihr Bewusstsein dadurch weiterzuentwickeln, indem sie mehr Aufmerksamkeit auf die Suche nach der höchsten Wahrheit richten, auf Selbst- und Gottesverwirklichung. Und ein Weg, wie sie das zum Beispiel tun können, ist kontemplieren und meditieren. Das ist eine der wesentlichen Bedeutungen des 12. Hauses. Das 12. Haus, wie gesagt, steht deswegen auch für die Erleuchtung. Und bei Menschen, die in ihrer Entwicklung, ja, auf der geistigen Ebene dem Ende entgegengehen, sozusagen, was hier in der Menschwerdung erreicht werden kann, die dann in dieses Samadhi oder Nirvana oder Erleuchtung, ja, in diesen Zustand kommen, ja, dass die diese Einheitserfahrung mit allem machen oder sich ihr wahres Selbst und Gott in ihrem Inneren erschauen können, die haben dann eine starke Auslösung des 12. Hauses, was sie mit dem Transzendenten verbindet. Und so ist das Leben eben nicht nur dadurch zu leben aus einer rein praktischen, materiellen, sinnlichen Ebene, sondern auch auf einer Ebene des Transparenten, dass es eine höhere Macht gibt und dass man mit dieser in Kontakt kommen kann und dass uns diese nährt und speist und dass diese alles durchdringt. Und das 12. Haus bietet Ihnen die Möglichkeit eben an, sich mal mit dieser Frage zu beschäftigen. Zum Beispiel, ja, welche Form der Meditation wäre vielleicht interessant für Sie? Oder die Frage, wie könnten Sie zur höchsten Wahrheit finden? Ja, wäre auch etwas. Oder wie kommen Sie zu mehr Ruhe und Einsamkeit und Stille? Mehr in die Natur gehen. Das sind alles Vorschläge, wie Sie den Januar in Übereinstimmung mit den planetaren Energien bestmöglich nutzen können. Genauso wie ich auch sagte, sich von dem einen oder anderen zu trennen. Und natürlich, manchmal muss das Schicksal nachhelfen, ja, da wird einem was genommen. Aber sehen Sie es dann bitte auch so, dass Dinge von Ihnen dann weggehen, wenn Sie diese einfach für Ihre weitere Entwicklung nicht mehr brauchen. Denn letztlich geht es nur darum, dass es Ihnen immer besser gehen soll. Ja, wir werden noch öfters über das 12. Haus sprechen, aber die Sonne und Venus verlagern ja dann schon ins 1. Haus, ne? Am 20. die Sonne, am 18. die Venus, und so wird Ende des Monats Ihnen dann wieder wichtiger, ja, wenn Sie dann wieder aufgetankt haben, mal reflektiert haben, wo stehe ich denn bezüglich dem 12. Haus? Wie stehe ich denn in meiner Verbindung nach oben, ja, in dem Kontakt mit dem Transzendenten? Dann wird Ihre Aufmerksamkeit wieder mehr gehen auf Haus 1, sprich Ihren Lebenspfad, Ihren Körper, Ihre Karriere. Das ist aber das, was erst gegen Ende des Monats mehr kommen wird. Trotzdem wird Saturn zurückbleiben im 12. Haus. Und ja, für Sie eben eine Position darstellen, dass es auch darum geht, in den nächsten Jahren eine Entwicklung zu machen, mehr mit diesem Loslassen oder mit Verlusterfahrungen besser umgehen zu können, weil nichts bleibt halt in dieser Welt ewig. Und so gehört es auch dazu, zu lernen, dass Sie mit diesen Qualitäten, dass etwas weggeht von Ihnen, dass man, Menschen, die vorher wichtig waren, plötzlich nicht mehr hat und so weiter, dass Sie das beherrschen. Aber auch, wie gesagt, das Thema Ausgaben, Ausgabeverhalten, ja. Auch das möchte genauso reflektiert werden wie die anderen Themen, die ich angesprochen habe. So. Jupiter und Mars besetzten die meiste Zeit das 10. Haus. Mars verlässt aber am 26. Januar das 10. Haus. Das bedeutet, dass Sie eine gute Zeit auch haben, um in Ihrer Karriere vorwärts zu kommen. Es mögen sich die ein oder anderen Spannungen zeigen, ja, vielleicht mit einem Vorgesetzten oder mit dem Chef, weil Mars bringt halt immer Reibung mit. Aber mit Jupiter darin haben Sie höheres Verständnis, aber auch die Fähigkeit zur Vergebung oder alles aus einer höheren Warte verstehen zu können, sodass Sie trotzdem
in ihrer beruflichen Entwicklung eine gute Zeit haben werden und auch weiterkommen werden. Und es geht auch viel Energie in ihren Karrierepfad. Ehe Mars dann am 26. Januar in Haus 11 geht. Und hier ist es dann so, dass ab Ende Januar mit der veränderten Mars-Position mehr Energie und Tatendrang wieder in die Erfüllung ihrer größten Wünsche gehen möchte. Zuletzt haben wir dann noch den Planeten Rahu, den nördlichen Mondknoten, der besetzt noch ein paar Monate Haus 7, kann noch etwas Sie darauf aufmerksam machen, sich mit dunklen Seiten, die in ihrer Beziehung bestehen, mehr zu beschäftigen. Ja. Aber nochmals, es ist sehr gut, gleichzeitig auch jetzt mehr in dieses 12. Haus zu kommen, dass Sie auch mehr Zeit des Alleinseins haben, denn auch das wird Ihre Beziehung gut tun, ja, wenn Sie auch Zeiten für sich haben oder auch Zeiten des Rückzugs haben. Dennoch, für ein paar Monate mit Rahu in Haus 7 möchten die Qualitäten in Ihren Beziehungsvoraussetzungen, ja, noch weiterentwickelt werden und werden Sie gezwungen, auch noch mehr dahin zu schauen, wie Sie sind in einer Beziehung, wenn Sie in einer sind, was Sie an sich verbessern können oder was Schwachstellen in Ihrer Beziehung sind. Und um es dann natürlich besser zu machen. Okay, das war nun für Sie Aszendent Wassermann der Monat Januar 2018. Ja, hier zum Schluss nochmal die Erinnerung. Die Deutung erfolgte anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand Ihres Sonnenzeichens. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, können Sie gerne mit dem Link, der unterhalb dieses Videos vorbereitet ist, bei mir gratis Ihren Aszendenten erhalten, indem Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken. Dann zusätzlich ist es so, wichtige Information, dass wir am 31. Januar 2018 eine Mondfinsternis haben. Zwar nicht sichtbar überhalb Europa, aber es ist nicht anzuraten, in der Zeit 3 Tage vor der Finsternis, also 28., 29., 30., aber auch bis zu 3 Tage nach der Finsternis, 1., 2., 3. und am Tag der Finsternis sowieso nicht, ein wichtiges Projekt zu beginnen, also eine neue Arbeit zu starten, einen Notartermin wahrzunehmen, eine Firma zu gründen, ja, alles, meinetwegen, ein Heiratsdatum zu legen. Das sind keine guten Zeiträume für das Gelingen und Gedeihen dieser Vorhaben. Dann, ja, möchten Sie mehr über Ihre Zukunft wissen? Dann lade ich Sie ein zu einer weiteren Zukunftsblick-Erforschungsreise, ja, die in Bälde stattfinden wird. Es werden dazu auch regelmäßig bei Teilnahme Amazon-Gutscheine verlost im Wert von 4x10 Euro und 1x30 Euro. Mehr Informationen darüber finden Sie auch unterhalb dieses Videos für Sie mit einem Link, der Sie dann erstmal zu mehr Informationen bringt, wie Sie an dieser Gratis-Erforschungsreise, um mehr über Ihre Zukunft erfahren zu können, teilnehmen können. Ja, ich hoffe ansonsten, dass das wieder interessant für Sie war, die Deutung Ihrer planetaren Konstellationen für diesen Monat, und darf Ihnen nochmals für das Jahr 2018 einen guten Start wünschen und freue mich dann schon wieder Ende des Monats, wenn es wieder darum geht, die planetaren Positionen zu deuten anhand der Transite für Februar 2018. Ihnen alles Gute!